Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Es wäre schön gewesen, wenn wir uns heute Abend nicht getroffen hätten. Zumindest der Anlass ist ein sehr trauriger und mich persönlich macht es irgendwie fassungslos, sprachlos und unendlich traurig. Und irgendwie kam heute Morgen zumindest mir eine sehr große Hilflosigkeit nach oben. Umso schöner finde ich, dass wir die Gelegenheit haben, selbst wenn wir kaum Worte haben, unsere Hilflosigkeit heute hier gemeinsam vor Gott zu bringen, im Gebet zu bündeln, zu beten für die Situation, ganz speziell natürlich in der Ukraine, für die Menschen, die dort betroffen sind, zu beten aber auch für den Frieden in Europa. Herzlich willkommen zu diesem Friedensgebet. Bleibet hier und wachet mit mir. Wachet und betet. Lass uns beten. Gott, wir leben in Tagen, in denen der Friede bedroht ist. In unseren Herzen, in unserem Land, im Miteinander von Völker und Nationen. Im Osten Europas wird schon seit 8 Jahren gekämpft. Schon 14.000 Menschen haben in den Grenzregionen zwischen Russland und der Ukraine ihr Leben verloren. Und wir befürchten mit dem heutigen Tag noch mehr Gewalt, Tränen und Leid. Deshalb bitten wir dich, Gott, um Frieden, dass Menschen an Leib und Seele bewahrt bleiben, um Vertrauen, dass das Aufrüsten ein Ende hat, um Einsichten und Perspektiven, die Wege aufeinander zu ermöglichen. Schenke uns und allen Menschen in deiner Welt Gedanken des Friedens, und hilf uns, diese Gedanken in friedliches Tun umzusetzen. Amen. In Psalm 121 heißt es, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Und die Antwort sprechen wir gemeinsam. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Amen. Wir singen, gib Frieden, Herr, wir bitten. Thank you.
Wir schauen auf das, was uns sorgt. Wir schauen auf das, was wir hoffen. Wir schauen auf Gott. Und so hören wir Worte aus dem Matthäusevangelium in Kapitel 5, die Verse 1 bis 10 für uns hier und heute. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistig arm sind. Denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Amen. Das letzte Mal, als wir als Christen über Konfessionsgrenzen hinweg zu Friedensgebeten aufgerufen haben, da war der Irakkrieg
schon lange her. Die Jüngeren in unserer Gemeinde erinnern sich fast nicht mehr. Und heute ist es anders. Damals gehörten wir zu den Angreifern. Die Gebete waren auch ein Protest gegen den Krieg und ein Aufruf an unsere Regierung, sich bloß nicht mit Waffengewalt daran zu beteiligen. Heute fühlen wir uns angegriffen. Auch wenn wir nicht direkter Gewalt ausgesetzt sind, wir fühlen mit dem ukrainischen Volk, dem im Augenblick mit Gewalt die Souveränität ihres Landes aus der Hand gerissen wird. Wir fühlen mit den Menschen, deren Zuhause zerstört wird. Wir denken an die, die in diesem Konflikt ihr Leben gelassen haben. Wir haben es eben gehört, 14.000 Menschen. Und denen, die jetzt ihr Leben lassen und lassen werden. Der Angriff auf die Ukraine ist auch ein Angriff auf die völkerrechtliche Ordnung. Wladimir Putin setzt sich über alles hinweg. Die Gefahr, die von seinem Expansionswillen ausgeht, die wird jetzt nun niemand mehr leugnen können oder verharmlosen. Schon beim Irakkrieg damals haben viele wache Zeitgenossen hinter der Waffengewalt wirtschaftliche Interessen gesehen. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, kein Krieg für Öl stand damals auf den Plakaten. Auch heute ist es nicht anders. Putin würde keinen Angriff auf die Ukraine wagen, wenn es da nichts zu holen gäbe. Nicht nur Kohle, Öl und Erdgas, sondern auch, so habe ich heute nochmal nachgelesen, Lithium, Titanium, Kobalt und seltene Erden, die zum Beispiel für die Luftfahrtindustrie, für Batterien und Windkraftwerke gebraucht werden. Die EU war schon dabei, eine Rohstoff- und Batterieallianz mit Kiew zu schmieden. Das hat sich heute erledigt. Russland kämpft um Zugang zu Rohstoffen und Russland kämpft auch mit Rohstoffen. Es nutzt Erdgas als Machtmittel, um uns zum Stillehalten zu zwingen. So weit sind wir jetzt in dieser Welt gekommen, dass selbst in Europa mit Waffen um Rohstoffe gekämpft wird. Wir fragen etwas ratlos, was kann dann unser christlicher Beitrag in dieser Zeit sein? Womit können wir haben die Seligpreisung der Bergpredigt eben gehört, zu Friedenstiftern werden? Die EKD-Vorsitzende und Präses unserer Landeskirche, Annette Kurschus, schreibt heute, unsere Kirchen und Gemeinden werden über unsere ökumenischen Beziehungen weiter den Kontakt mit unseren Brüdern und Schwestern in Europa halten. Vor allen Dingen in Osteuropa. Das heißt, es ist die merkwürdige Situation entstanden, dass Christen, die getauft sind, auf andere Christen, die auch getauft sind, in Russland und in der Ukraine schießen und einander angreifen. Nicht damit ihr mich falsch versteht, wenn Christen nicht Getaufte angreifen, wäre das genauso schlimm. Aber es gibt uns die Möglichkeit einzugreifen, Einfluss zu nehmen. Denn wir lesen alle die gleiche Bibel. Selig sind die Friedenstiften, das lesen wir nicht nur hier, sondern das lesen auch die Orthodoxen in Russland und in der Ukraine. Wo es Kontakt und Beziehung gibt, da können wir einander aufrufen, die Worte der Bibel ernst zu nehmen. Und wenn wir genau hinschauen, gibt es viel mehr Kontakte zu Ukraine und zu Russland, als wir so denken. Wir haben hier in der Gemeinde eine ganze russlanddeutsche Community. Sie haben alle Verwandte in Russland und viele kennen andere Menschen. Wir können Einfluss nehmen. Wir können nicht sagen, dass wir zu Christus gehören und gleichzeitig unsere Schwestern und Brüder mit Waffengewalt angreifen. Dietrich Bonhoeffer hat das schon 1934 in seiner berühmten Rede in Fanö gesagt, Christen können nicht die Waffen gegeneinander richten, weil sie wissen, dass sie damit die Waffen auf Christus selbst richten. Lasst uns alle Beziehungen nutzen, um uns an diese Botschaft gegenseitig zu erinnern. Wir sind Christen und da spielt Nationalität, so haben wir schmerzlich gelernt, keine Rolle. Es besteht meiner Meinung nach kein Zweifel. Putin muss Widerstand erfahren. Es wird in der NATO und in der EU zu den Waffen gerufen werden müssen,
um Putin mit militärischer Stärke entgegenzutreten. Doch diesen Aufruf zu den Waffen mit dem Namen Gottes zu bekräftigen, das wird nicht unser christlicher Beitrag sein. Die Bergpredigt Jesu lehrt uns den gewaltlosen Widerstand gegen das Böse. Und das sollte man nicht unterschätzen. Das kann unser Beitrag sein. Denn wenn es um Wirtschaftsinteressen geht und um Geld, dann können wir mitmischen. Ich habe mit Sorge festgestellt, als ich heute Morgen meinen Computer hochgefahren wird, dass er von einer russischen Virensoftware geschützt wird. Vielleicht kein guter Gedanke in dieser Zeit. Aber auch etwas, was man durchaus beenden kann. Diese Kirche hier ist wahrscheinlich mit Gas geheizt, was zum Teil auch aus Russland kommt. Wir könnten uns am Sonntag auch zum Gottesdienst versammeln und zum Gebet und für den Frieden frieren. Das wäre auch eine Möglichkeit. Denn was wir tun können, damit dem Aggressor möglichst wenig Geld zur Verfügung steht, das sollten wir tun. Ich weiß nicht, was uns noch alles einfällt, um möglichst laut zu sagen, dass Krieg für Christenmenschen kein Mittel sein kann, um eigene Interessen durchzusetzen und dass wir auf keinen Fall mit denen zusammenarbeiten wollen, die Krieg bringen. Mit der Bereitschaft, auch Leid und Einschränkungen auf sich zu nehmen, sanftmütig, aber bestimmt, mit unstillbarem Hunger nach Recht, in barmherziger Hilfeleistung und in Aufnahme der Flüchtlinge, das wird sehr wichtig werden, als Friedfertige, die nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit trachten. Und mit dem Gebet. Mit dem Gebet öffnen wir Gott die Tür, um in dieser Welt zu wirken. Gott verändert Menschen und Verhältnisse, wofür sie gebetet wird. Und es ist schön, dass wir das heute miteinander tun können. Wir beten mit Worten der lutherischen Kirche in Russland und einem Ruf aus der orthodoxen Kirche in der Ukraine. Großer Gott, du weißt, wie klein unsere Kräfte sind, um den Machtmissbrauch der Korruption und der Gewalt standzuhalten. Sieh herab mit deinem barmherzigen Auge auf das Leid und die Klagen derer, die unter dem Krieg in der Ukraine leiden. Und auf alle die, die sich vor einem größeren Krieg fürchten. Gott, wir bitten dich. Wir
barmherziger Gott, stärke du uns mit deiner unwiderstehlichen Kraft, damit wir deinen Willen tun und dein Licht der Wahrheit hier auf Erden leuchten. Befreie uns von den Nöten, die der Krieg mit sich bringt. Die, die ein Haus verloren haben, lass wieder ein Zuhause finden. Gib den Hungernden zu essen. Tröste die Weinenden, vereine die Getrennten. Gott, wir bitten dich. Werkzeugen deiner Gerechtigkeit und deines Friedens und rüste uns mit allem Notwendigen für deinen Dienst an unseren Mitmenschen aus. Lass es nicht zu, dass deine Kirche jemanden verliert aus Wut gegenüber Mitmenschen und Verwandten, sondern schenke wie ein großzügiger Gott baldige Versöhnung. Gott, wir bitten dich. Wir haben Angst vor einem Krieg, der so viel Leid bringen wird. Menschen in der Ukraine, in Russland und in ganz Europa. Wir beten für all die Verantwortlichen in Russland, der Ukraine, Belarus, den USA und der EU, dass sie Wege aus der Eskalation und der Kriegsrhetorik finden. Lass uns alle abrüsten mit Worten und Taten. Erweiche die Herzen derer, die hart geworden sind, und lass uns zurückkehren zur Erkenntnis deiner Weisheit. Stärke vor allem unseren Glauben, belebe unsere Hoffnung und lehre uns zu lieben. Bewahre uns vor der Willkür der Mächtigen dieser Welt und bringe sie zur Erkenntnis ihrer Grenzen. Segne uns mit deinem Frieden, damit wir gemeinsam Hand in Hand für eine freiere und gerechtere Gesellschaft dir zur Ehre arbeiten. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Segen sprechen, aber wir haben dann einfach noch Zeit, auch selbst nach vorne zu kommen, während die Musik spielt, hier auch eine Kerze hin anzuzünden und hinzustellen und auch in der Bank einfach noch in der Stille die eigenen Worte im Gebet zu formulieren. Ich möchte euch bitten, zum Segen noch einmal aufzustehen. Gott, der Herr, segnet euch und er behütet euch. Er lässt sein Angesicht leuchten über euch und ist euch gnädig. Er schaut euch mit liebenden Augen an und schenkt euch seinen Frieden.